Abenteuer. Der beste Rechenmeister aus Silmarion könnte nicht errechnen, wie viele Abenteuer ich im Leben schon hatte. Doch das Abenteuer, von dem ich euch heute berichten möchte, ist etwas ganz Besonderes. Es hat sich nämlich zugetragen, als ich längst tot war. Ja, ihr habt richtig gehört. Tot seit Tausenden von Jahren. Nun, das war vielleicht etwas übertrieben. Aber eines müsst ihr mir glauben. Ich war lange genug tot. So lange, dass es jedem von euch langweilig geworden wäre. Ich lag also in meinem bequemen, mit Samt ausgeschlagenen Sarg, übrigens ein Geschenk der dankbaren Brauergilde, als dieser Gaul. Aber ich möchte keine Fakten vorwegnehmen. Es genügt, wenn ich verrate, dass in alles ein bestimmter junger Mensch verwickelt war. Er lebte in einem Land der mutigen Ritter, der mächtigen Zauberer, feuerspeiender Drachen, wunderschöner Prinzessinnen und geldgierigen Kaufleuten. Aber anstatt das Abenteuer zu suchen, saß er lieber in den Wirtshäusern herum und lauschte den Liedern der Barden. Solch ein Jüngling war das. Den Kopf voller Flausen und ohne jede solide Ausbildung. Ach ja. Dabei hätte er wohl ein geschickter Hochstapler oder ein geachteter Möchtegern werden können. Und ja, fast hätte ich vergessen, euch zu sagen, wie dieser Taugenichts mit Namen genannt wurde. Sein richtiger Name war nebenbei gesagt ein ziemlich plebejischer Name. Besser ist es, ihr merkt euch, unter welchem Namen er in die Legende eingegangen ist. Fast so wie bei mir, wenn ich es genau überlege. Galador. Dieser Name passt zu ihm wie die Faust aufs Auge. Tja, und dieser unwahrscheinlich sympathische Jüngling hatte das ungeheure Pech, in der Nähe eines gewissen, nicht minder netten Nekromanten zu wohnen, der wiederum durch das geschickte Beschwören von Dämonen Berühmtheit erlangt hatte. Im Austausch für die Macht hat dieser seine Seele dem Teufel verschrieben. Ja, ja, aber letztendlich konnte er doch entwischen. Auf welche Weise ihm das gelungen ist, gehört nicht zu unserer Geschichte. Außerdem müsstet ihr, um auch nur den hundertsten Teil dessen zu verstehen, was danach geschah, müsstet ihr euer halbes Leben bei einem der besten Magier der Welt studieren. Zum Beispiel bei mir. Auf jeden Fall kam es in der Hölle zu einer Zeit der Tränen und des Zähneknirschens. Wenn ein solch außergewöhnliches Seelchen den Höllenschlingen entrinnt, wird das von den Vorgesetzten nie gerne gesehen.
Verantwortlich für dieses ganze Tohubabu war ein gewisser Dämon, der sich durch große Bravour und ein dazu umgekehrt proportionales Verantwortungsbewusstsein auszeichnete. Ja, dieser Dämon zögerte nicht einmal, die Gesetze der Hölle zu brechen. Letztendlich tat er das auch in diesem Fall. Kurz gesagt, er überredete unseren Freund Galador, einen Pakt mit dem Teufel zu unterschreiben, im Tausch für ein Leben voller Abenteuer und den Titel eines Prinzen. Das Blut rann den Daumen herunter auf das Pergament. Die Höllenkralle wurde eingeschlagen. Es donnerte und blitzte und unser Galador, oder besser gesagt seine Seele, fuhr so leicht in den Körper eines ihm unbekannten, seelenverwandten Prinzen, als wenn sie in die lustvolle Ritze eindringen würde. aber egal. Worüber wollte ich noch, ach ja. Es fand also eine Verwandlung statt. Und die Seele des echten Prinzen fuhr geradewegs in die gierigen teuflischen Krallen und der Dämon entführte sie mit irrem Gelächter in die Hölle. Nebenbei erwähnt, hat er damit gegen einige sehr grundlegende Regeln verstoßen. Regeln, die durch den Erzdämon selbst aufgestellt worden waren. Und er meinte noch, er hätte gut lachen. Ha! Derweil fand sich unser werter Galador auf einer Burg wieder, kurz vor einer Schlacht mit dem bis dahin unbesiegten schwarzen Ritter, berüchtigt wegen seiner Stärke und Grausamkeit. Was hätte er tun sollen? Er tat das, was jeder von euch an seiner Stelle auch getan hätte, würde er sich plötzlich in einem fremden Körper wiederfinden und vor einem zweimal so großen, schwarzen Ritter stehen. Er rannte weg.